So, meine Damen und Herren, darf ich um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Denn es ist kurz nach neun und neun wollen wir beginnen. Und als gute Schweizer, die wir ja fast alle sind, wollen wir uns an die Zeit noch halten. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Thomas Mürach. Ich bin Institutsleiter des Instituts für Wirtschaftsinformatik und damit eigentlich die Dachorganisation, unter der die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit angesiedelt ist. Und ich begrüße Sie also sehr herzlich zu dieser IT-Beschaffungskonferenz 2017. Die erste Durchführung war im Jahre 2012. Sie sehen, das hat schon eine kleine Tradition. Und diese Tradition ist auch insofern bemerkenswert, dass in den letzten Jahren eigentlich der Zuschauer oder der Teilnehmer besser Zuspruch laufend gestiegen ist. Mittlerweile haben wir 355 Teilnehmer und deswegen mussten wir ein wenig von der Nähe zum Bahnhof weichen in dieses wunderschöne oder interessante zumindest von Roll-Areal, das wir uns mit der PH teilen. Und Sie haben jetzt also das erhebende Gefühl, wie ist die Erstsemestrigen in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft im Kanton Bern haben, die hier nämlich ihr gesamtes Einführungsstudium verbringen. Eine harte Zeit, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie einen ganzen Tag und tagelang, wochenlang, monatelang hier sitzen müssen. Also haben Sie einen kleinen Eindruck, wie es ist, eben auch studierte Leute, man soll es nicht meinen, tun einiges und arbeiten auch hart. So, ja, aber bevor ich zu hart arbeite und sage, es ist ja in den Kanton Bern gerade die Ferienzeit zu Ende gegangen. Einschulung am Montag ist gewesen. Und einige wie ich sind vielleicht sehr unmittelbar aus den Ferien zurückgekommen und sind ein bisschen noch im Feriengroove. Und ich hoffe, dass sich dieser Feriengroove auch auf diese Veranstaltung überträgt, dass wir also nochmal sozusagen das Ganze als eine schöne, lockere Informationsveranstaltung wahrnehmen mit interessanten Leuten, mit sehr interessanten Referaten und insofern diesen Urlaub ein wenig noch verlängern mögen. Das wünsche ich mir, dass Sie mit diesem Geiste hier heute durch diesen Tag gehen und sich nicht so sehr verschrecken lassen durch diese Erstsemestergeschichte. Sie können ja ganz beruhigt sagen und sagen, unser erstes Semester, wenn wir es denn hatten, ist schon sehr lange weg und wird vielleicht auch nicht wiederkommen. Also von daher einen schönen Tag und ich übergebe jetzt an den Detschmeister schlechthin, Matthias Stürmer, der Leiter dieser Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einführung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Es freut mich sehr, jetzt in diesem Jahr quasi die siebte Austragung der IT, oder sechste, genau sechste, es kommt noch die siebte nächstes Jahr, auszuführen. Ich gebe Ihnen ganz kurz einen Überblick, was heute läuft. Wir werden als nächstes drei Perspektiven hören, wie jetzt die Zukunft der IT-Beschaffungen aussehen. Also wie dieses Schwerpunktthema der heutigen Konferenz gestaltet ist. Und da werden wir einerseits zuerst von Regula Ritz, Nationalrätin und Präsidentin der Grünen, eine politische Perspektive hören auf die Gesetzesrevision. Anschließend wird der Direktor des BBL, Pierre Brun, und Herr Bruno Gigi vom Leiter des KBB eine operative beschaffungstechnische Einführung geben und dann werden wir als dritte Perspektive für IT spezifisch quasi die technische Perspektive hören. Das ist der Morgen im Plenum. Am Nachmittag werden wir ein Panel haben zum Abschluss des Tages, wo wir die Frage der Transparenz versus die Geschäftsgeheimnisse diskutieren werden. Da wird noch der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Adrian Lopsiger dazustoßen. Regula Ritz nochmal, Anja Niefenecker als Beraterin, Expertin im Beschaffungswesen und Thomas Fischer, Leiter einer Beschaffungsbehörde hier im Kanton Bern. Zu Ihren Unterlagen, Sie haben ein Dossier erhalten, einerseits die Veranstaltungsbroschüre, wo Sie die ganzen Inhalte sehen, die Porträts der Referierenden und so weiter und auch ein Feedback-Formular, das Sie heute im Laufe des Tages gerne ausfüllen dürfen. Und Sie haben andererseits auch noch einige Weiterbildungsangebote der Forschungsstelle erhalten, einerseits den CAS, ICT-Beschaffung vom nächsten Jahr, dann Weiterbildungstage, die wir anbieten und auch eben die neuen Roundtable-Gespräche, die entsprechend für Entscheidungsträgerinnen und Träger Informationen geben.
Und forschungsmäßig sind wir weiterhin unterwegs mit beschaffungsstatistik.ch, wo Sie quasi die täglich aktuellen Beschaffungen, die wir über CIMAP quasi runterladen und mit verschiedenen Beschaffungsstellen und Anbietern merchen, können Sie schauen, wie viele Freihänder das Bundesamt X oder der Anbieter Y erhalten hat.